Hey und herzlich willkommen zur 9. Folge von Galaxy Race. Wir sind nun auf der Venus gelandet und werden jetzt zu einem Dungeon gehen, den ich angefunden habe. Hallo! Yo Leute, zu einer ungeplanten Aufnahme, das war jetzt echt nicht geplant, aber Alex hat einen Dungeon gefunden. Jo. Auf dem Planeten Venus. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten, deswegen schauen wir da einfach mal rein. Mit dabei ist wieder Daniel und Phil. Hi. Phil farmt immer noch Level, wie schon seit ungefähr 8 Stunden. So wie es geht. Gut, wir haben 36 Schwefel. Nice. Daniel, weiß ich nicht, was der gerade macht, Daniel? Ich bin gerade in der XP-Farm. Oh. Alex, wo muss ich hin? Die Richtung, eh nur 200 Blöcke. Ich sehe gar nicht, da. Aber irgendwo auf dem Weg sind noch Lavaseen, da sollte man nicht reinfliegen. Den noch keinen, ich habe ja Wassereimer dabei. Philipp? Phil? Ja. Ich darf. Will dir die Pfeile geben. Pfeile? Ja. Ich hab Infinite auf dem Bogen. Ja, aber... Keine. Alex, wo lang? Du brauchst gar nicht Pfeile. Ich kann meine Rüstung abziehen. Nur noch 30 Blöcke da, gell? Was, die? Hier unten? Hier schon. Oder? Du hast es markiert, nicht ich. Ja, bin schon da, Steve. Ich auch. Oh, da ist ein Lava-Boden, Steve. Ja, und? Ich glaube, der tut Wasser weg. Lol. Ah, das wird ein Lava-Boss sein. Ich Obsidian Fire Protection Rüstung drauf. Warte mal, ich hol mir gerade mal ein paar Blöcke. Ein paar Blöcke? Ich hau mir aber ein Gap rein. Ich weiß nämlich nicht, was da unten auf mich wartet. Nein, jetzt noch kein Gap. Ja, moin, Creeper. Wir können wieder oben aufigen, ohne dass was passiert. Ja. Ah, gemütlich. Schaut nur gefährlich aus. Weiter geht's. Das ist eine deswegen unsere Thermorüstung. Oh, Alex, wir haben Eimer gekriegt. Eimer? Schwarzpulver und Eimer. Oh, hardcore. Und Bro. Ja, Assi. Ich lass dich mal vorne weg, gell? Als ob das die haargleiche Dungeon wäre, nur in Rot. Wow. Master Zombies! Erster Down. Boah, das dauert länger, das Abwand mit, ne? Bitte down. Ah, die krieg ich auch noch. Boah. Haben. Easy. Jo. Hab die Spawner. Warte, ich muss mal essen. Was ist das für ein Wand? Mal, ich muss mal kurz hier hochgucken. Was die Katze vermisst man. So, da vorne. Yo, nice Stuff da drin, da muss man zugehen. Du Scheiße. Das mitzunehmen ist eigentlich eher blau. Oh, wow. Ich geh da nicht hin. Viel Spaß. Blaze? Ja. Wir brauchen viel Wasser. Das ist der Bossraum. Mit dem Monster. Ja, Steve! Alter, genau, die Tür ist zugegangen. Hey, das ist nur so ein kleiner Schlitz. Hey, Steve, du hast einen riesen Blaze in der Mitte. Wollen wir das wirklich angehen? Wie hitten wir den? Gute Frage. Indem wir Wasser Kiron Bones entlang sind. Oh fuck. Hey Steve, mach mal eine endliche Wasserquelle. Warte. Steve, mach mal da kurze und endliche Wasserquelle. Stell doch einfach Wasser auf den Boden und fight auf dem Wasser. Der schießt auf mich. Kann ich ihn hitten? Den kann ich hitten? Lol, easy, Alter. Easy? Ja, guck doch. Hey, okay, komm, warte. Ich gedacht, wir verlegen alles mit Wasser, aber du bist easy, da nicht. Alter. Ich gap aber lieber, ich will nicht sterben. Blöcke? Alter, hau doch nicht zu mir. Ich wollte gerade nicht. Aber Steve schlagt nicht mich, gell? Nice, wir haben einen. Also, du musst dir Geräusche höher stellen. Das ist echt schon down, oder? Ja. LOL, ich hab nicht mal hingeguckt. Hey, wir haben einen Schlüssel, cool. Was ist das? Diesmal Tier 4 Dungeon Key. Alex, da ist noch einer. Alex, hinter dir ist wieder einer. Hey, was? Ja, gut. Hör's ab. Warte mal kurz. Fährt schon weg. Warte, ich komme. Du kannst. Viel zu viel. Okay. Oh fuck, warum renne ich da eigentlich? Boah, Steve, pass auf, dass du mich nicht schlagst. Okay. Ich schlag schon nach oben. Ja. Also jetzt gewartet, bis ich fertig bin.
Bin ich ein bisschen nur auf Dauer löschen, Alter. Boah, Gott sei Dank, du Winter. Warte, gib dir mal einen Kübel da, ja. Und ich krieg den auch so. Bam, 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 bam. Du Sau. Und hin. Nice. Und jetzt den Schlüssel. Ich hab schon. Na komm. Kriegt denn noch einmal XP? Ja. Noch ein Schlüssel? Lol. Auch ein? Ja, über an. Schau. Gott. Hey, warum ist denn der Boss zweimal gekommen? Er wollte uns EP schenken. Hey, schon cool. Lol. Brauchen wir den Baublan überhaupt? Nein. Baublan haben wir bis Raketestufe. Alex ist ja schon wieder da. Schon wieder? Dauerspawn, die ganze schön Levelfarm, Alter. Ja. Eine Levelfarm. Hey Steve, ich lass das einfach drinnen liegen, wir brauchen das eh nicht, oder? Eisen würde ich aber mitnehmen, weil Eisen ist eh knapp. Ja, das soll ich mitnehmen. Und ich hol mal da das Glowstone, wir brauchen das alle, die Frau. Bin auf den Sack hin eigentlich. So, Powerschwert kommt. Alex, weg, sonst bist du down. Jo, ich hab dich grad kittet, Steve, sorry. Down. Alter, das Powerschwert geht dir voll ab. So, reicht eigentlich mit Level, oder? Wollen wir wieder gehen? Ja, können wir wieder gehen. Er gibt mir aber boah. Nice, ja. Noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Leck mich jetzt hier raus. Blöd. Scheiße. Nur Steve hat ein Gap reingekauft. Ja. Hallo, ich geh lieber auf Nummer sicher, nicht dass da irgendwelcher Mist passiert, weißt du? Ja, stimmt, ey. Mit dem Mist passieren hat man doch erst. Ja, wir haben auch einen Roboter, falls ich das noch nicht erwähnt habe, der alles für uns farmt. Der Digital Miner. Ja, der macht alles. Creepers, Fien. Oh, Alter, hau mich nicht zusammen. Oh, das war knapp, Steve. Wenn du vor mich rennst, Alex. Ich bin wohl rechts neben dir und auf einmal bist du zugeflogen. Wo kommen denn die jetzt her? Die waren doch eh noch nicht da. Ich hab zu wenig Blöcke. Ich glaube ja. Nicht nur Holzblöcke. Boah, weißt du, wie lange das dauert, um hier diesen Dungeon Brick abzubauen? Ah ja, stimmt. Du musst wenigstens Efficiency. Hey, ich schaff den gerade ab. Sieh, wie bauen wir auf den Block da? Ich bin gespannt, was. Weil wir können ja auch unsere Blöcke verkaufen. Guck mal, Katze rennt durchs Bild. Guten Morgen. Guten Morgen. Alex, kommst du mit hoch oder bleibst du unten? Ja, ich komm auch hier, aber. Ich hab doch nicht so viel Blöcke wie du. Glaub ich. Nee, hey, fällt's nicht. Muss ich jetzt auch noch da rein? Steve, kannst du mir Wasser beschütten? Nö. Ja. Nein! Nein! Hi. Moin, Steve. Also. Kannst du auch mit Wasser hoch. Ach, Katze, was ist denn mit dir? Ich deck mich jetzt mit Wasser hoch und kommt das was weg. Was? Wasser wow. Ist weggepackt. Warum ist mein Wasser weggepackt? Ah, jetzt. Hey, lass du das Wasser liegen? Welches? Deins? Nö. Hey, ich schwimme aber gerade hinter dir mit. Hey, bau das ja nicht ab! Nein! Ich hab schon gedacht, das baut sich ab. Das hat sich ausgeschrieben. Hey Steve, hey, was du bist so ein Assi. Was denn? Ich steck mich mit Wasser hoch, weil ich keine Blöcke habe. Wie oft denn noch? Ja, ich bin aber hinter dir und du baust das Wasser ab. Hey, wo ist denn mein Wasser? Ah. Wenn ich nur dein Wasser hast. Na, no, ich bin runtergefallen. Boah, ja, trink ich grad. Boah. Liebster Tod ever, Alex, er trinkt. Wasser abbauen? Ja, gell. Okay. Ja. So, einmal Richtung Home, dass Phil und Daniel auch drauf können. Leute, das war's mit dem Boss vom Planeten Venus. War jetzt nicht so der Bringer, aber
Ja. Mir fühlt sich ein gutes Schwert. Ja. Und Rüstung. Richtig harte Schwert dann muss. Obwohl er hat mir ein Herz gezogen, gell? Oder es war durch Hunger. Ich weiß es nicht. Gut, Leute, haut rein, das war's mit der Folge. Und ciao. Bye bye. Alter, hast du mich gerade gehittet? Nö. Alex? Ja. Geht gleich zurück. Nee. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Projekten sehen wollt. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und nochmals zum Projekt. Es ging über 2 Wochen und es haben leider immer weniger Spieler gespielt. Wir haben viele andere Planeten noch erobert, was nett zu sehen ist. Und haben darauf eine Basis gebaut, um sie zu besetzen, damit man eben Punkte bekommt. Und wir sind somit das Team, welches am weitesten ist. Aber aufgrund des Spielermangels haben wir eben aufgehört zu zocken und es hat uns zwar sehr gefallen. Und nochmals danke an den Admin, dass alles so gut funktionierte. Und man muss sagen, der Anfang und alles war sehr lustig, aber schade, dass es jetzt aufgehört hat. Bis zum nächsten Mal.